Ich bin Gabriele Hilti-Salem, bin von Schaa, bin 54, verheiratet, wir haben ein Sohnzimmer. Von Beruf bin ich stellvertretende Protokollchefin und seit Mai 2019 bin ich im Gemeinderat von Schaa. In meiner Freizeit gehe ich gerne raus mit dem Hund spazieren, meistens im Wald. Da kann ich wirklich auftanken. Ein anderes Hobby von mir ist die Meditation. Eigentlich kann man es fast nicht Hobby nennen, weil es ist wie eine Lebenshaltung. Ich tue auch sehr gerne reisen. Ich denke, wenn man mal im Ausland gesehen ist, dann hat man doch eine ganz andere Sicht, weder wie gut es uns eigentlich geht und wie schön es bei uns eigentlich ist. Ein Grund, wieso ich für den Landtag kandidieren möchte, liegt eigentlich fast 4 Jahre zurück. Bei der letzten Landtagswahl, da bin ich wirklich enttäuscht gewesen. 3 Frauen im Landtag, das ist für mich keine Volksvertretung. Ich habe gefunden, ich muss jetzt etwas tun und bin zu den VU-Frauen. Dort sind fast 4 Jahre jetzt im Vorstand und wir setzen uns ganz aktiv ein für Chancengleichheit. Ich möchte mich vor allem für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark machen. Ich habe selber erlebt, wie schwierig es ist, wenn man nach einer Zeit als Vollzeitmama wieder im Beruf einsteigen will. Das zweite Thema, das mir am Herzen liegt, ist unsere Umwelt. Als Vorsitzende von der Forst- und Umweltkommission ist es wichtig, Biodiversität zu fördern. Wir müssen aufs Klima schauen. Die Energiestrategie und Klimastrategie von der Regierung gibt uns schon ganz gute Ziele. Ein weiteres Thema, das uns alle betrifft, ist die AHV. Es geht um ein gutes und zufriedenes Leben im Alter für alle Leute im Land. Und deshalb würde ich mich sehr freuen über die neue Herausforderung und diese mutig annehmen.